Ganze 34 Jahre ist das jetzt her. Kaum zu glauben, denkt sich auch die Dame, die einmal die unangefochtene Königin unter den Disco-Diven war. Ja, ist es schon manchmal lustig, jedenfalls die Kleidung und wie ich mich bewegt habe. Und in München aber hat Madonna nie vergessen, schon gar nicht ihren ausgeprägten Schuhtick. In München habe ich schon in Louis Vuitton hat mich ein paar Stiefel geschickt. Also ich, das war hier, wenn ich so angekommen gestern. Weil du hast immer noch einen Schuhtick, oder? Ja, immer noch. Ja, das werde ich schon immer haben, wahrscheinlich, solange ich laufen kann. Ich habe viele, viele Leute kennengelernt, die jetzt meine deutsche Familie sind. Und deswegen bin ich nach München gegangen, damit ich sie alle zusammenbringen können, dass wir mal Mahlzeit zusammen haben kann, weil ich in Deutschland bin. Das mag ich jedes Mal. Die Hits von Donna Summer prägen bis in die 80er Jahre das, was man heute Club Music nennt. 14 Nummer 1 Hits, 5 Grammys, 130 Millionen verkaufte Platten. Er hat mich Medikamente gegeben, weil ich so depressiert geworden bin davon. Und ich hatte viele Ängste bekommen. Also ich dachte, naja, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang nach diesem Traum gehofft und gearbeitet und jetzt ist es hier und was soll ich mit meinem Leben jetzt machen? Sollte ich sterben? Inzwischen ist die Pop-Ikone 60 Jahre alt und hat die Konkurrenz im Haus. Meine Enkeltochter, sie ist, sie heißt Vienna. Sie spielt, sie ist Composer schon. Sie ist 11, aber sie komponiert seit ungefähr 5 oder 6 Jahren. Aber wirklich gute Lieder. Comebacks sind in. Da will Donna Summer nicht fehlen. 17 Jahre lang war praktisch Funkstille. Doch sie reist weiter um die Welt, schreibt Bücher, Theaterstücke und sie malt. Ihre zweite Ehe geht ins 30. Jahr. Donnas Welt ist wieder in Ordnung. Nachdem, dass ich meine Kinder jetzt großerzogen habe und ich also auch mit dem großerzogen bin, also ich fühle mich jetzt bereit, wieder ins Showgeschäft zu gehen. Oma Donna musiziert heute mit Streichorchester statt Disco-Kugel. Allerdings hätte sie im Berliner Tempodrom eine bessere Klangqualität verdient gehabt. Die Fans bekamen ihre Donna Summer kraftvoll und sexy. All die Britneys dieser Welt dürften neidisch werden. Ja.